I was your age, I got sad. A lot. I didn't come from such a great home, but one day I started running, and that seemed to make sense, so I just kept running. When you get sad, you run straight ahead, and you keep running forward no matter what. There are people in your life who are going to try to hold you back, slow you down, but you don't let them. Behind you, there's nothing for you behind you. All that exists is what's ahead. Wow, Leute. Ich bin absolut überwältigt. Als ich das Video Ich bin überfordert hochgeladen habe, hätte ich niemals erwartet, dass so viel Feedback von euch kommt. Wie viele von euch sich tatsächlich auch Zeit genommen haben, nicht nur das ganze Video zu schauen, sondern dann auch extrem ausführliche und teilweise sogar sehr emotionale Kommentare darunter zu schreiben. Ich war manchmal echt sprachlos und hatte bei manchen Kommentaren und bei manchen Textstellen auch echt so einen richtig fetten Kloß im Hals, ey. Es hat mich wirklich berührt zu sehen, dass ihr hinter mir steht, trotz oder vielleicht gerade weil ich euch so einen intensiven Einblick in mein Leben gegeben habe. Dafür danke ich euch heute von Herzen. Glaubt mir eine Sache, es fiel mir mega schwer, nicht direkt unter diese Kommentare schon zu reagieren, weil ihr euch so viel Zeit dafür genommen habt und ich einfach so viel zu sagen hatte als Antwort auf eure Antwort wiederum. Ich möchte hier noch einmal auf das Video eingehen und offiziell auf eure Kommentare. Ganz voran möchte ich stellen, Respekt. Wirklich Hut ab für dieses realistische, ehrliche Video und der Message. Ich finde es bewundernswert, dass du deiner Community gegenüber so ehrlich bist. Ich war hin und her gerissen nach dem Video zwischen Heulen und Applaudieren, habe mich für beides entschieden. Du hast selbst zu dir gesagt, du glaubst an dich und das mit Recht. Du hast ein Ziel vor Augen, das solltest du auch verfolgen. Den Startschuss hast du dir selbst gegeben, bleib also dran. Aber bitte lerne auf dich selbst zu achten. Du sollst deinen Lebensweg gehen und dein Ziel nie aus den Augen lassen. Aber vergiss nicht, du bist in allererster Linie Mensch und keine Maschine und vor allem dein härtester Kritiker. Kein Erfolg ist es wert, wenn am Ende der Mensch, der ihn erreicht hat, ihn nicht leben kann. Liebe Lila, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich glaube sogar, dass das einer der ersten sehr ausführlichen Kommentare unter dem Video war. Und all das, was du gesagt hast, stimmt. Also, da kann man erstmal nichts dran rütteln. Welchen Spruch ich am allereffektivsten fand, war aber der, den du zuletzt gesagt hast. Kein Erfolg ist es wert, wenn am Ende der Mensch, der ihn erreicht hat, nicht leben kann. Unglaublich wahre Worte. Hey Bro, haben wir uns gerade dein neues Video angesehen. Und ich muss sagen, alter Falter, krass emotional. Ich kann nur sagen, bleib dran, so wie du es machst und für dich als richtig empfindest, so wird es auch richtig sein. Mein lieber Carsten. Rischer Ostname, Carsten. Ja, ich und Carsten, wir kennen uns schon eine Weile. Wir sind nämlich damals tatsächlich in dieselbe Berufsschule gegangen und haben denselben Weg des Fitnesstrainers eingeschlagen. Und am schönsten fand ich es natürlich, obwohl wir uns jahrelang nicht gesehen haben, dass du sofort so herzlich und mit offenen Armen auf mich zugegangen bist und gesagt hast, hier, pass auf, ich supporte dich, egal was ist. So, und das finde ich mega krass, gerade auch deine Frau. Und das, obwohl ihr eigentlich noch einen Wurm zu Hause habt, um den ihr euch kümmern müsst, so überkrass. Vielen Dank, wirklich. Das ist ein übertrieben aufrichtiges und offenes Video. Respekt dafür. Nur muss ich echt sagen, dass ich schon vom Zuhören unruhig werde und Kopfschmerzen bekomme. Der Druck, welcher in dir steckt, klingt so belastend. Das tut mir richtig leid und es klingt ungesund. Sei unbedingt achtsam mit dir selbst, denn auf der ganzen Ideenliste und deinen Verpflichtungen habe ich nicht einmal dich selbst gehört. Lieber Tadissel, oder sollte ich besser sagen, liebe Tadissel, denn ich habe mal deinen Kanal ausgecheckt und du hast es wahrscheinlich auch gemerkt, ich habe auch mal einen Kommentar darunter gelassen. Ich finde deine Art, jetzt erstmal um auf dich einzugehen, so, ich finde deine Art ziemlich entspannt, ziemlich chillig, das ist alles so ein bisschen im Vlog-Style und ich habe ja auch drunter geschrieben, dein Intro finde ich ziemlich cool, das hast du echt gut gemacht. Mir ist es vorher gar nicht aufgefallen, aber wie ihr seht, ich check auch tatsächlich ab und zu mal ein paar Profile unter meinem Kanal ab, um zu sehen, was machen die Leute eigentlich so, haben die vielleicht selber Videos. Aber jetzt möchte ich auf den Kommentar eingehen und mir bleibt vor allem der Satz im Sinn, wo du gesagt hast, du bekommst nur vom Zuhören schon Kopfschmerzen. So, glaub mir, mir geht's genauso, wenn ich mir das Video in Revue nochmal anschaue, ich habe mir mein eigenes Video natürlich auch ein, zweimal angeschaut, bevor ich das richtig rausgehauen habe. Und da dachte ich mir auch so, Alter, was ist das für eine Liste, das nimmt ja kein Ende mehr, so. Und das hat mich echt nur vom Zuhören natürlich schon wieder unter Druck gesetzt, so. Und allein schon wieder darüber zu reden, macht mich unruhig. Mir geht es ähnlich wie dir, obwohl ich gerade im Urlaub bin, denke ich bereits über kommende Arbeiten etc. nach. Rufe ständig altes Wissen in den Kopf, um nichts zu vergessen, um so bestmöglich Leistung zu erzielen. Ein sehr, sehr schöner Kommentar von dir, Markus. Und normalerweise ist er nicht so der emotionalste Typ und normalerweise meckert er auch viel mehr über meine Inhalte und über mich. Also hat mich das besonders überrascht. Vielen Dank, Markus. Bitte bleib einfach so, wie du bist. Würdest du in der Nähe wohnen, ohne Witz, ich würde dir helfen, alles zu schaffen, damit du keine Probleme hast. Glaub mir, deine Community steht hinter dir. War sogar sehr traurig, wie ich das gestern geschaut habe. Mein lieber Lukas, oh, das war so ein unfassbar süßer Kommentar von dir, ey.
Ich hoffe in dem Bezug einfach, dass auch du, wenn du mal ein Problem hast oder wenn du jemanden zum Reden brauchst oder wenn ich dir in irgendwas helfen kann, dass du mir genauso Bescheid gibst. So, ich kann mich auf dich verlassen, das weiß ich. Ich hoffe, du weißt auch, dass du dich auf mich verlassen kannst. Und da merkt man wieder, Bart aber herzlich. Das Video ging ganz schön unter die Haut. Ich denke, jeder, der im Leben irgendwas erreichen möchte, stand schon mal in irgendeiner Art und Weise an einem ähnlichen Punkt. Fakt ist, der Körper rächt sich irgendwann. Vielleicht ist eine kreative Pause, um alles ein wenig zu ordnen, ein Weg oder sich einfach mal eine Woche mindestens ein paar Tage frei von sämtlichen YouTube-Sachen zu nehmen, um einfach mal wieder etwas zurückzufahren und alles etwas durchzustrukturieren. Liebstes Honey, du bist ja sowieso eine der genialsten Abonnenten, die ich je hatte. Sie ist mega aktiv auf meinem Kanal. Du hinterlässt auch immer irgendwie eine Message so, über die man nachdenken kann oder sollte. Das Witzige ist, ich kenne Sunny eigentlich durch Fakt. Und ich war auch immer ein bisschen neidisch auf Fakt, weil er halt so krasse Fans wie sie hat. Leute, die fast unter jedem Video was dalassen und sich wirklich auch richtig Mühe geben, was das angeht. Und kaum war Fakt ab und zu mal auf meinem Kanal zu sehen, sind natürlich ein paar Follower von seinem Kanal natürlich auch auf meinen Kanal gestoßen und verfolgen jetzt beide. Du hast Punkte angesprochen, die heute sehr oft in den Kommentaren ein Thema sind. Zum Beispiel kam öfter vor, vergiss dich selbst nicht. Ich war lange Zeit in meinem Leben extrem egoistisch. Gerade so noch im sehr jungen Alter von vielleicht 15 bis 20 war mir niemand anders wichtig. Vielleicht ein paar Familienmitglieder, aber sonst kein anderer, als ich mir selbst wichtig war. So, natürlich geht es von einem Extrem ins nächste Extrem, wenn ich jetzt sage, heute bin ich jemand, der lieber auf andere schaut und lieber versucht, was für andere zu tun. Vielleicht ist auch das nicht der gesündeste Weg, aber ich komme damit auf jeden Fall besser klar und kann damit besser ins Spiegel schauen, mich in so einer Sache zu verrennen, als darin zu verrennen, wieder nur für mich zu leben und nur an mich zu denken und nur mein Leben abzuchillen und irgendwie nichts zu bewegen. So, ich schaff's einfach nicht mehr. Ich bin jetzt einfach an dem Punkt, wo ich für all den Scheiß, den ich früher gemacht habe, und vielleicht gehe ich auf ein paar Themen mal noch ein in Zukunft, aber das wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis ich da mal über meinen Schatten gesprungen bin. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt mit der kreativen Pause. Das Ding ist, so wie das auch Markus vorhin gesagt hat, egal wo ich bin, selbst wenn ich im Urlaub bin, selbst wenn ich irgendwie mein Telefon, meine Kamera ganz weit weglege und nicht mal Zugang zum Internet und zu YouTube habe, hole ich einen Stift und ein Papier raus und schreibe mir die Gedanken auf. Schreibe mir Ideen auf, arbeite in YouTube-Konzepten. So, natürlich tun solche Urlaube, solche Pausen gut, aber das sind bei mir trotzdem immer aktive Pausen. So, und ich gebe dir auf jeden Fall recht, davon sollte es mehr geben in meinem Leben. Ich meine, viele von euch haben auch mitbekommen, wie glücklich ich einfach bin, wenn ich diese Vlogs machen kann, wenn ich im Ausland bin, rumreise, dass das eigentlich genau das ist, was mich wirklich zu 120% erfüllt. Aber natürlich ist das halt nicht immer möglich, ne? Ich wünsche mir das zwar, dass das irgendwann permanent möglich ist, aber worauf ich hinaus will, selbst da denke ich eigentlich auch nur über das eine Thema nach. So, es wird nicht viel ändern, außer dass ich dann vielleicht ein bisschen beruhigter bin und ein bisschen ausgeglichener. Danke, dass du uns einen Blick in dein Privatleben gibst. Ich finde die Idee, auf das Thema Depression einzugehen, auch sehr gut, da du damit wahrscheinlich vielen Menschen helfen wirst. Julie, vielen Dank für deinen Kommentar in erster Hinsicht. Und genau das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum ich das Video gemacht habe. Weil, und das habe ich ja auch am Anfang des ursprünglichen Ich bin überfordert Videos gesagt, ich der Meinung bin, genau derselben Meinung wie du, dass wenn man darüber redet, dass der Austausch immer wertvoll ist. Selbst wenn es nur für mich gewesen wäre und für mich selbst als Person, um zu reflektieren, um zu verstehen, so, gehen die Gedanken irgendwie in die richtige Richtung oder ist das alles verwerflich, was ich sage, so? Gibt es Leute, die meine Meinung teilen? Und natürlich, weil die Chance besteht, auch vielleicht anderen irgendwie helfen zu können. Und scheinbar war es auch so, dass ich andere auch zum Nachdenken angeregt habe. Hey, keiner will, dass du dein Leben, deine Gesundheit, deine Arbeit, deine Freunde oder die Liebe vernachlässigst. Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir nicht jeden Tag einen Livestream oder ein Video brauchen. Es reicht auch, wenn wir mal nur ein Video oder nur ein Livestream in der Woche bekommen. Mit allen Stimmen deine Community. Das war so übertrieben süß geschrieben, Taku. Also, ich hoffe übrigens an der Stelle, dass du endlich mal den Pullover bekommen hast, den ich dir geschickt habe. Und ich erwarte von dir, dass du ein Selfie machst, sobald du das Ding zu Hause hast und angezogen hast. Das erwarte ich einfach von dir. Der gute Taku ist nämlich einer der Personen, welcher seit dem 87-Stunden-Stream, also seit Monaten, auf den Merchandise-Pulli warten musste. Und ich habe es endlich hinbekommen und es müsste eigentlich schon lange da sein. Ich hoffe, du meldest dich und sagst mir, dass der Pulli schön ist, dass er dir gefällt. Und wie, ich bekomme den Selfie nicht. Und jetzt kommt ein überkrass langer Kommentar, aber der ist so wertvoll, so schön geschrieben, so ausführlich, das kann nur Neo hinbekommen, ohne Scheiß. Einfach schon aus dem Grund, weil er das so krass auf den Punkt gebracht hat, werde ich diesen Kommentar als einer der wenigen komplett vorlesen. Muss man sich halt mal entscheiden. Alles geht nicht. Nie. Schau mal, was du für tolle Reisen bzw. Trips unternommen hast. Da können andere wirklich nur von träumen. Auch von so tollen Freunden. Du musst und kannst mit der Qualität von deinen Videos im Moment zufrieden sein. Denn sie ist meist sehr gut. In Klammern Bild, Ton und Schnitt. Was denn noch? Teures Equipment? Für was?
Steven Soderbergh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat einen ganzen Film gedreht mit seinem iPhone. Wenn du an allen Fronten gleichzeitig kämpfst, dann wirst du verlieren. Mindestens deinen Verstand. Konzentriere dich auf weniger Baustellen, versuch da was voranzubringen. So viele und so große Projekte werden dich kaputt machen und das wäre sehr schade. Ich habe zum Beispiel den Kanal Flickfreaks abonniert und der Betreiber Andrew hat vor einigen Monaten die Reißleine ziehen müssen. Er hält diese psychische Belastung und den Druck abliefern, abliefern, abliefern nicht mehr aus. Ging ins Krankenhaus. Schluss mit YouTube. Psychisch am Ende. Ehrgeizig sein ist gut, doch nicht um jeden Preis. Erzwingen kann man den Erfolg eh nicht. Back kleinere Brötchen, die dafür lecker sind. Wäre wirklich schade, wenn du dir über Jahre so viel, zu viel zumutest. Denn irgendwann zieht dann der Körper den Stecker und du kannst nichts dagegen tun. Noch siehst du gut aus, bezogen auf die Verfassung. Irgendwann sieht man den Leuten meist an, dass was nicht mehr stimmt. Und jetzt willst du noch am Schlaf sparen? Sei zufriedener mit dem, was ist, mit dem, was du hast. Nochmal, du kannst es sowieso nicht erzwingen. Wenn dir YouTube Spaß macht, mach es in einem für dich erträglichen Rahmen, aber ordne dem nicht alles unter. Klar kannst du einige Zeit Vollgas geben, versuchen aus allen Rohren zu feuern. Nur irgendwann, wenn dein Akku leer ist, dann geht das Gerät aus. Denkst du, Gronkh würde noch viel reißen, wenn sein Kanal heute neu anfangen würde? Es liegt oft nicht an dir selbst, wenn etwas nicht klappt. Genauso wenig liegt es oft an einem selbst, wenn man etwas Erfolg hat. Zufall und Glück sind da so Faktoren, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Im Endeffekt meine ich nur, pass auf dich auf, Alex. Alles Liebe, Michael. Das war einer dieser Kommentare, wo ich echt ehrlich sein muss, da hatte ich ein bisschen Pipi im Auge, als ich fertig war mit Lesen und diese Textstelle Alles Liebe Michael gelesen habe. Ich glaube, du hast noch nie, zumindest kann ich mich dran erinnern, deinen wahren Namen einfach mal so rausgehauen und das hat das Ganze noch viel persönlicher gemacht und wow, ich habe keine Ahnung, wie ich dir danken soll. Du bist für mich wirklich einer der wertvollsten Abonnenten. Wenn du einen Kommentar verfasst, dann freue ich mich immer wie so ein kleines Kind, wenn ich auf meinem Telefon sehe, Benachrichtigung, Neo Mimsi hat kommentiert. Weil ich weiß, dass du einer der ehrlichsten, direktesten und vor allem auch herzlichsten Kritiker bist, die ich habe. Und auch einer der treuesten Abonnenten. Und ich bin dir wirklich so unfassbar dankbar dafür. Und es ist mir scheißegal, ob das heute so wirkt, als würde ich euch allen den Arsch kriechen dafür, dass ihr mir meinen Kommentar geschrieben habt. Aber so ist es ja nicht. Ihr schreibt ja dauernd Kommentare und ihr seid dauernd für mich da und gebt euch dauernd so viel Mühe. Und der Kommentar gerade war ein perfektes Beispiel. Eigentlich kann man den unkommentiert lassen, weil der einfach für sich selbst spricht und die Punkte so... Es ist einfach so auf den Punkt, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Aber im Endeffekt würde ich trotzdem wenigstens eine ganz kleine Sache darüber verlieren. So, das Problem, was ich wahrscheinlich auch zum größten Teil habe, ist, dass ich nichts dem Zufall überlassen möchte. Und dass es mir genau deswegen nicht genug ist, weil das war ja der Kern des ganzen Textes eigentlich, dass es darum geht, Alex, sei ein bisschen zufriedener mit dir selbst, sei zufrieden, so wie es gerade läuft, erzwinge nichts. Und das Problem, und ich erkenne das auch selbst, aber ich kann es einfach nicht abstellen, ich möchte später einfach... sagen, dass ich alles probiert habe, dass ich nichts dem Zufall überlassen habe. Und genau deswegen versuche ich eben meine Qualität dauernd zu verbessern. Genau deswegen versuche ich mir halt neues Equipment zu kaufen, wenn das nämlich irgendwie möglich ist. Na, warum denn auch nicht? Es gibt Leute, die geben für ganz anderen Scheiß Geld aus. Und lieber habe ich 500 Euro zu wenig, weil ich mal wieder was in meinen Kanal investiert habe, anstatt nicht zu wissen, wohin mit dem Geld oder es für irgendwas auszugeben, was mich unmittelbar zerstört und nicht auf lange Frist. Und vielleicht stimmt es, dass ich auf die Nase fallen muss, um zu merken, so, okay, das war jetzt wirklich zu viel. Aber ich persönlich habe halt einfach noch nicht das Gefühl, dass ich an der Grenze angekommen bin. Wow, ich bin sprachlos. Danke, dass du uns so viel Privates gesagt hast. Ich hätte niemals gedacht, dass so viel Arbeit hinter YouTube steckt. Natürlich bist du dein größter Kritiker. Wer hätte das gedacht? Lenali, da hast du wohl ins Schwarze getroffen. Das ist wohl leider wahr. Das mit mir selbst ist irgendwie auch so eine Hassliebe. Ich weiß, dass ich ohne mich selbst nicht kann. Na, logisch, wäre ich ja auch dann tot. Aber irgendwie hasse ich mich auch so sehr, dass ich manchmal nicht in den Spiegel schauen kann. Und der letzte Kommentar, den ich heute vorlese, ist auch einer der allerersten, wenn nicht sogar der erste Kommentar gewesen unter dem Video von Clayco. Einem meiner treuesten Follower und ich bin so unglaublich stolz und froh, dass gerade jemand wie du auf meinen Kanal gestoßen bist. Und gleich werdet ihr alle in Kurzform sehen, warum ich das sage. Ich glaube und ich bin mir sogar sicher, dass ich hier für einen Großteil der Community spreche, wenn ich sage, dass wir alle hinter dir stehen. Wir sind für dich da, du bist für uns da. Es hilft wirklich niemanden hier, wenn du an deinen ganzen Ideen kaputt gehst, depressiv oder einfach keine Lust mehr hast. Und genau aus dem Grund danke ich euch einmal lieber zu viel als zu wenig. Der Punkt, wo sich irgendwie alle heute einig waren, war, dass wir zusammenhalten, dass wir eine Community sind. Das Beste, was einem YouTuber eigentlich passieren kann.
ist das Vertrauen von seinen Zuschauern zu bekommen, dass sie wissen, dass du für sie da bist. Und zu wissen, dass diese Leute im gleichen Maße zu mir stehen wollen, ist einfach das größte Kompliment, weil ich glaube, was Besseres kann man nicht erreichen. Das ist, wofür ein YouTuber leben sollte. Beziehungsweise, wofür macht man das denn sonst? Money. Und als Fazit dieses Videos muss man einfach sagen, dass genau das auch der Grund ist, warum ich so motiviert bin, warum ich diesen unstillbaren Antrieb habe und warum ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auch wenn ich nicht immer weiß, ob es richtig ist, wie ich das mache und ich es leider irgendwie brauche, an meine verdammten Grenzen zu kommen. Ich danke euch für eure Zeit, wünsche euch ein schönes Wochenende und ich freue mich unsäglich auf unsere gemeinsame Zukunft. Möge die Zeit des Bartes kommen.